Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. 18. Oktober 2023. Je weiter ihr euch von eurer Gegenwart entfernt, desto unbehaglicher werdet ihr euch fühlen. Das Unbehagen ist keine Bestrafung, sondern einfach eine Erinnerung daran, wieder in die Gegenwart zurückzukehren. Achtet auf eure Energie, wenn ihr anfangt, euch Sorgen über die Zukunft zu machen. Ihr werdet feststellen, dass ihr euch unwohl fühlt. Kehrt jetzt in den Jetzt-Moment zurück, schaut euch um und erkennt an, wie viel in der Gegenwart für euch gut verläuft oder funktioniert. Ihr werdet beginnen, euch viel wohler zu fühlen. Das liegt daran, dass ihr euch wieder in euer Kraftzentrum begeben habt. Indem ihr euch wieder in eure authentischste und in eure Kraft- und machtvollste Position begebt, werdet ihr beginnen, Entscheidungen zu treffen, immer einen Jetzt-Moment nach dem anderen, die dem entsprechen, was ihr wirklich erreichen wollt. Ihr werdet euch in eine Entfaltung begeben, die euch an einen weitaus befriedigenderen Ort bringen wird, als es eure Sorgen und Projektionen je könnten. Das ist der Weg des ermächtigten Menschen und das, was euch jetzt vollständig zur Verfügung steht. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, ich musste wirklich schmunzeln über einen Kommentar, dass der Schluss der Videos immer das Schlechteste wäre, weil ich da sage, haut rein. Ja? Also ich soll besser sagen, guten Appetit. Das war das, was mir dazu eingefallen ist. Und wenn ich über haut rein spreche, was oftmals in der Band eine Verabschiedung war, einfach ein cooler Spruch, dann denke ich eher an so Sachen wie, dass man wirklich etwas umsetzt. Zum Beispiel, ja, was kommt jetzt rein? Holzhacken. Ja, da haut man auch rein. Ich hau auch oft rein, bisschen zum Leidwesen wahrscheinlich meiner Nachbarn, wenn ich nämlich meinen tiefgefrorenen Brokkoli für den Smoothie vorbereite, dann nehme ich nur die halbe Packung. Das ist aber ein gefrorener, ganzer Block. Und ich bin dazu übergegangen, mit dem Griff des Messers auf den Block einzuprügeln, ungefähr bei der Hälfte, ja, um das zu trennen. Und weil es noch im Karton ist, gibt es auch keine Sauerei. Also gibt viele Sachen, wo ich reinhaue, die haben nichts mit kriegerisch zu tun oder damit, jemanden eine reinzuhauen. Die witzigste Geschichte, die ich auf Lage habe, wenn es um Reinhauen geht, war folgende. Da war ich noch wirklich sehr, sehr jung und meine Schwester war damals auch schon, witzigerweise, ja, fast 3 Jahre älter als ich. Es ist so geblieben, ganz merkwürdig, ich weiß auch nicht warum, woran das liegt. Und jedenfalls waren wir in Coxide im Familienurlaub. Und wir haben da auch immer wieder andere Deutsche kennengelernt, eben auch mit Kindern, zum Teil in unserem Alter, und haben uns angefreundet. Und da war auch eine Lea. Und ich muss so lachen, wenn ich daran denke. Mir haben sie es ja nur erzählt, ich habe es ja nicht gesehen. Ja? Meine Schwester durfte dann bei dieser Familie auch essen. Es war ausgemacht. Und der Papa bringt die Teller an den Tisch und der sagt zu Lea, hau rein, Lea. Und Lea nimmt die Faust und haut volle Kante ins Essen rein. Und das hat durch den ganzen Raum gespritzt. Ja. Das hat sie sicher nicht oft gemacht. Aber alle waren so perplex von dieser Schlagfertigkeit, heißt ja auch. Das war urkomisch. Und das war vom Erzählen noch so komisch, dass ich es heute noch weiß. Und wenn in unserer Familie jemand etwas sagt von wegen reinhauen, Essen bezüglich,
dann denken wir alle an Lea. Es ist so witzig. Also, ja, nicht alles kommt von mir, was ihr euch da so zusammenreimt, sondern einiges kommt auch scheinbar von euch, ja. Also mal die eigenen Glaubenssätze überprüfen. Ja, ansonsten, klar, ich gestalte diese Podcasts ja etwas lockerer und auch wenn ich weiß, ja, die Sprache ist wichtig, aber ich lege da nicht alles auf die Goldwaage. Ja. Schön, wenn er mich an Dinge erinnert. Also ich habe auch meine Begrüßung mal geändert und bin eben zum superschönen und charmanten Grüezi Gott übergegangen, das vermutlich die wenigsten triggert. Ja. Man weiß es nicht. Und, aber bei der Verabschiedung habe ich schon oft was gehört. Ja. Das Servus heißt ja in Wirklichkeit Sklave. Aber wenn ich was an Bayern gut finde, dann ist es wirklich dieses Servus. Ja, ich mag das einfach. Und Moin Moin finde ich auch super. Ja? Aber da bin ich halt nicht aufgewachsen. Ja? Das wäre so ein bisschen künstlich. Gut, das könnte man beim Grüezi Gott auch sagen, wobei es eben diesem Grüß Gott sehr nahe kommt. Ich habe es schon mal erklärt, das Grüß Gott in Bayern, das ist aber so ein bisschen merkwürdig von der Energie her. Die sagen so, Grüß Gott, das wirkt so ein bisschen hart. So habe ich das zumindest in meiner Kindheit erlebt und das war auch eher so ein bisschen sie geprägt, also etwas sehr Unpersönliches und eben nicht Weiches und Schönes. Und die Schweizer haben so eine süße Art, alles so ein bisschen zu verniedlichen mit Endungen, ja. Da ist alles so ein bisschen Grützeli, ja. Das klingt einfach süß und das löst dann auch gleich eine andere Schwingung aus, ja. Deswegen war mir die Begrüßung recht wichtig. Bei der Verabschiedung, ja, ich werde mich jetzt da nicht so verbiegen für manche Menschen. Und so hat diese Verabschiedung eine gewisse persönliche Bedeutung für mich. Und ich nehme euch sozusagen mit in meinen inneren Kreis in dem Moment und spreche mit euch wie mit Musikern, Kollegen, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind. Ja. Also, ja, nehmt es vielleicht so, guckt mal, ob ihr damit was anfangen könnt. Jedenfalls ist da nichts böse gemeint, irgendwie mit Hintergedanken oder mit irgendwelchen versteckten Botschaften, ja, garantiert nicht. Na gut, dann wenden wir uns doch mal dem heutigen Text zu. Tatsächlich kann ich mir immer noch selbst Angst machen oder mich zumindest in größere Sorgen versetzen, wenn ich über die Zukunft nachdenke. Und zwar nicht so sehr über die Zukunft der Menschheit, das hilft mir ehrlich gesagt, weil ich glaube an einen sehr positiven Ausgang. Das Problem dabei ist so ein bisschen, dass man nicht weiß, wann die Dinge sich dann zum Positiven ändern werden. Und persönlich ist es so ein bisschen so, dass ich schon weiß, dass mich jemand auf dem Radar hat, verschiedene Behörden mir gerade mehr als nur über die Schulter gucken. Und ich war ja auch schon mal ein paar Tage im Gefängnis, weil ich nicht das gemacht habe, was sie gerne gehabt hätten und nicht besonders hilfreich war, als es um die Insolvenz der kleinen Familien-GmbH ging. Witzigerweise war das aber finanziell gar nicht so verkehrt für mich. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich natürlich, ich will nichts von diesem Staat, aber dieser Staat kriegt auch nichts von mir, sozusagen, ja. Und ich habe keinen Personalausweis, ich habe keinen Reisepass und man kriegt auch immer wieder Probleme wegen dieser Dinge. Ja, und wenn ich darüber nachdenke, ja, was die vielleicht noch für Möglichkeiten haben, was da auf mich zukommen könnte, dann fangen die Sorgen an und da fängt dann auch an, meine Schwingung sich ein wenig zu senken. Das merke ich ganz deutlich. Während wenn ich im Hier und Jetzt bin und einfach feststelle, wie gut alles eigentlich für mich läuft, wie wunderbar ich geführt bin und dass mein Weg wirklich auf sensationelle Art und Weise unterstützt wird, ja dann weiß ich es auch alles gut. Und auch diese Katastrophe in Anführungsstrichen 2019 einfach mal ins Gefängnis zu müssen, waren ja nur ein paar Tage. Allerdings war mir auch sofort klar, ich hätte das da auch länger ausgehalten, ja. Auf meine eigene Art und Weise natürlich, ja. Ich hätte das für eine große Innenschau genutzt und wäre da sicher auch der Einzelgänger geblieben, aber ein freundlicher Geselle. Also ich hätte das schon ausgehalten. Das ist jetzt nicht das Schlimmste, was einem auf der Welt passieren kann.
Und dennoch stehe ich auch auf meine Freiheit. Das muss ich schon sagen. Also es muss jetzt nicht nochmal sein. Und immer wieder, wenn ich so in Sorge komme, dann frage ich meine Körperintelligenz, ob ich diese Erfahrung nochmal machen muss. Und dann heißt es nein. Ja. Da bin ich dann recht froh. Allerdings, ja, ich weiß, dass meine Körperintelligenz bei manchen Themen nicht so gut funktioniert. Ja. Ich habe es wirklich wunderbar im Griff, wenn es um Thema Gesundheit geht, um direkte Auswirkungen auf meinen Körper. Und tatsächlich hat es auch schon sehr gut funktioniert, wenn es um Zukunftsaussichten geht. Das war schon zum Teil spektakulär, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja. So ein bisschen spielt auch eine Rolle, dass ich ja auch wegen meines Katers damals gefragt habe. Das war ja Frühjahr, angehender Sommer letzten Jahres. Und der hat sich eindeutig nicht erholt. Ja. Nicht, dass ich wüsste, leider. Und meine Erklärung, warum etwas anderes reinkam, als dann geschehen ist, war so ein bisschen, unter anderem übrigens auch mit eurer Hilfe. Manche von euch haben das so ähnlich interpretiert, auch in den E-Mails, die ich damals bekommen habe, dass ich mit ihm anders umgegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, dass er jetzt so krank ist, dass er daran sterben wird. So habe ich ihm dann auch so ein bisschen seine Ruhe gelassen und habe ihn nicht genervt in seiner wichtigsten und auch, das ist mir auch bewusst, schönsten Stunde auf dieser Erde. Denn diese Welt dann wirklich zu verlassen, ist ein Geschenk. Ja, ist immer ein bisschen schwierig für uns Menschen, wenn wir uns dieser Tage auch wieder aufregen könnten, was alles so geschieht auf dem Planeten und wie mörderisch und brutal wir miteinander umgehen. Und ja, immer aufpassen, ja, wer ist wir? Gottlob sind wir das ja nicht. Das sind halt diejenigen, die noch viel bewegen können auf dem Planeten, mit denen, die sie dafür bezahlen, das dann zu machen, oder die sie dazu aufstacheln können, einiges noch zu machen, was definitiv gegen jegliche Moralvorstellung eines normalen, gesunden Menschen ist. Naja, jedenfalls bin ich nicht immer ganz sicher, was die Körperintelligenz-Antworten betrifft und bin auch froh, dass ich mittlerweile ein bisschen geschult werde in persönlichen Channelings, aber nicht so spektakulär und ausführlich, dass mir hier ganze Texte offeriert werden, aber ich kriege dann doch relativ schnell Antworten in meinen Geist und momentan muss ich noch üben, zu unterscheiden, was ist meine Fantasie, was ist meine Intuition und was kommt wirklich von der geistigen Welt. Aber diese Art, mit mir zu kommunizieren, was auch hier über die Podcasts wunderbar funktioniert, die ist natürlich schon sehr hilfreich. Weil es der nächste Step ist, ist nämlich mehr als Ja oder Nein. Ja? Man muss sich ja immer eine Frage überlegen, die damit Ja oder Nein beantwortet werden kann. Und so kann man einfach mal an ein Thema denken und dann kommt irgendwas rein. Ja? Und das finde ich super. Spannend finde ich allerdings, dass das Unbehagen gewollt ist, damit wir im Hier und Jetzt verankert bleiben. Das finde ich spannend. Ich hatte schon immer angenommen, dass man sich auch ja, gute Gedanken über die Vergangenheit machen kann oder eben auch sehr positiv über die Zukunft nachdenken kann. Jedoch scheint es so ein bisschen zu sein, dass es von uns auch aus gewollt ist, dass es immer wieder geschieht, dass wir uns auch schlechte Gedanken über die Vergangenheit machen. Und das kann ich nur bestätigen und genauso für die Zukunft. Die Zukunft betreffend gibt es ja auch ganz viele Wahrheitskanäle, möchte ich sie fast nicht nennen. Aber das sind nicht immer nur Menschen, die versuchen, uns hinters Licht zu führen, sondern die glauben auch oft wirklich an diese Horrorszenarien, die sie vor uns ausbreiten. Was könnte die dunkle Elite demnächst machen? Nur bringt es halt nichts. Viele sagen dann so, ja, wir müssen aufstehen. Ja, also durchs Aufstehen, ich kann es ja mal probieren. Ja, nee, ich mach's jetzt nicht. Ich sitze hier ganz bequem in meinem Stuhl. Aber durchs Aufstehen hat man noch nie was erreicht. Ja. Die einzige Methode, die ich kenne, die hilft, ist nach innen gehen. Und da habe ich noch nie einen gehört. Ja. Das sind oft diejenigen, die von uns erwarten, dass wir jetzt erzürnt sind und in die Wut kommen, um den Machthabern zu zeigen, wie viele wir sind und dass wir alles doof finden, was die machen.
Es ist nur die Frage, ob das was ändern würde, ja? Also, natürlich, klar, wenn man auch die bezahlten Menschen dazu bekommen würde, diese Dinge zu verstehen, aber dann wäre das Bewusstsein ja schon da, ja? Und es geht immer nur ums Bewusstsein. Und man kann mit wütenden Aktionen die Herzen der Menschen nicht erreichen. Es geht nicht, ja? Und ich habe letztens auch im Austausch mit einem Freund von mir darüber philosophiert, dass zum Beispiel die Arbeit von Marc Pessio wunderbar und wertvoll ist. Sie ist aber letztendlich für Menschen gedacht, die schon erwacht sind, die sich dann mit den Details, aber allerdings auch mit sehr konkreten Details beschäftigen wollen, um dann auch zu verstehen, dass sie das dann auch irgendwann wieder loslassen müssen. Es ist sozusagen nur kurz wichtig, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Und warum ist das so? Weil diese Inhalte vor allem den Verstand erreichen und nicht das Herz. Also die Aufklärung, wer was gerade macht und welche Agenda läuft und wo überall manipuliert wird, das ist eine wichtige Sache. Sie führt dann aber hoffentlich dazu, dass die Menschen erkennen, dass sie dann von dieser Art der Aufklärung auch genug haben und grob informiert sind, um sich dann nach innen zu wenden und das zu machen, was wirklich wichtig ist, nämlich ihre falschen Glaubenssätze zu ändern, ihr Wesen dahingehend zu transformieren, dass sie immer mehr zu dem werden, was sie wirklich sind, nämlich Quellenenergie. Und je mehr Quellenenergie jemand ausdrückt durch sein Sein, desto weniger Widerstand, desto weniger Wut, Zorn, desto mehr Liebe und Neutralität, auch den größten Übeltätern auf dem Planeten gegenüber. Und das bedeutet nicht, dass man damit einverstanden ist, dass die so weitermachen dürfen wie bisher. Nein, es sorgt für die friedliche Energie im Kollektiv, die immens wichtig ist, um in den Frieden zu kommen, um in die Energie zu kommen, in der Aufklärung und echte Wahrheit möglich ist. Und im Hier und Jetzt zu sein, bedeutet tatsächlich, in unserem Kraftzentrum zu sein, denn nur von dort bekommen wir die Energie, die notwendig ist für unseren weiteren Weg. Erzengel Gabriel sagt dann, indem ihr euch wieder in eure authentischste und in eure Kraft- und machtvollste Position begebt, werdet ihr beginnen, Entscheidungen zu treffen, immer einen Jetzt-Moment nach dem anderen, die dem entsprechen, was ihr wirklich erreichen wollt. Das geht nur aus dem Jetzt-Moment und das wiederum geht nur, wenn wir größtenteils unsere Themen aufgelöst haben, denn Themen ziehen einen immer in die Vergangenheit und in die Zukunft. Vergebung und Dankbarkeit kommt da rein, sind die Schlüssel, um die Vergangenheit und die Zukunft zu befrieden. Vergebung erklärt sich von selbst, denn es sind ja unfaire Situationen in der Vergangenheit, die uns immer wieder aufwühlen. Ja, ich kann mich zum Beispiel zurückbegeben in den Moment, wo mir jemand ins Gesicht geschlagen hat, weil ich einen Schneeball auf ein Haus geworfen habe, auf eine Hauswand. Ja? Und wenn ich da reingehe, werde ich jedes Mal wütend, weil ich das so unfair finde. Aber ich habe das natürlich schon längst befriedet. Ich kann mich aber dazu entscheiden, immer wieder zurückzukehren in diese Situation und mir da Gedanken machen. Aber schon damals, ich weiß noch, ich war in der Klasse sehr beliebt. Ich war auch oftmals der Klassensprecher. Da hat mich ein älterer türkischer Mitschüler, der super fit war, das war ein Kampfsportler, der hat vorgeschlagen, dass wir die mal besuchen. Ja? Und ich habe aber abgelehnt. Ich war damals schon weit genug zu erkennen, dass diese Art von Eskalation komplett sinnlos ist. Und dieses Angebot auszuschlagen, habe ich auch nie bereut. Und jetzt, ja, das ist ja schon so lange her, wie alt war ich da? 14, das ist 30 Jahre her. Jetzt kann ich mich immer noch in diese Situation begeben und mich darüber aufregen. Ja? Völlig sinnlos natürlich. Und die zwei Jungs, also es war ja nur einer, der es dann gemacht hat, aber der andere war sicher zum Schutz da. Das waren zwei Brüder und mein Freund, mit dem ich unterwegs war.
und mit dem ich gerade vom Fitnesspfad kam. Wir waren eigentlich komplett ausgepumpt. Ich weiß gar nicht, warum wir noch Schneebälle werfen konnten. Ja, der war ja auch in meinem Alter. Das waren auch dumme Jungs, ja, die sich halt ein bisschen darüber definiert haben, dass sie halt besonders hart sind. Ja. Was weiß ich, was die daheim erlebt haben, dass man jemand anderem wirklich mit der Faust ins Gesicht schlägt. Völlig verrückt eigentlich. Witzigerweise, ganz ehrlich, meine Eltern damals haben das ja erfahren. Niemand hat damals was unternommen. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn meinem Kind sowas geschehen würde, würde ich mal die Polizei rufen und mal fragen, was da los ist. Ja? Weil das ja schon was Heftigeres ist. Und ich kannte die auch nicht. Also bei mir wäre es jetzt nicht der Fall gewesen, dass ich dort in dem Ort Probleme bekommen hätte, weil ich wohnte am anderen Ende von München. Ich hätte die wahrscheinlich nie wieder gesehen. Es sei denn eben, wenn ich meinen Freund besuche, der dort gewohnt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Freund dann Probleme bekommen hätte, aber als Eltern, wenn ich heute, das war sicher eine andere Zeit, muss man auch dazu sagen, wenn ich heute davon erfahre, dass jemand meinem Sohn mit der Faust ins Gesicht schlägt und der eine blutige Nase sich davon geholt hat, dann würde ich schon mal vorbeifahren und fragen, ob die noch alle ganz sauber sind. Ja? Aber das nur mal so. Ja? Das kam mir aber jetzt erst zum ersten Mal. Wie gesagt, man darf sich in diese Vergangenheit gar nicht mehr begeben. Weil wie gesagt, das waren auch einfach nur dumme Jungs, die, wenn sie so weitergemacht haben, leider auch vermutlich einen dementsprechenden Weg eingeschlagen haben. Und ich hatte seither auch nie wieder echte Themen mit körperlichen Auseinandersetzungen. Das war das einzige Mal, dass jemand wirklich übergriffig war mir gegenüber und ich es 0,0 erwartet habe. Und natürlich habe ich diesen Menschen auch schon vergeben. Ja, und Dankbarkeit ist klar, da geht es darum, dass wir annehmen und anerkennen, wer wir jetzt sind, in welcher Situation wir uns jetzt befinden, das wahrhaft annehmen und für die guten Dinge auch dankbar sind, um sie immer mehr in unser Leben zu ziehen. Das ist das Feedback an das Universum, an das Lieferzentrum sozusagen, auch der guten Dinge. Und das bedeutet, wir formen damit unsere Zukunft und müssen uns überhaupt keine Gedanken und Sorgen über die Zukunft machen, weil wir immer öfter das Richtige aussenden, das richtige Feedback geben, um dann immer mehr von dem zu bekommen, was wir wirklich wollen. Und Dankbarkeit und Vergebung sind Qualitäten des Jetzt-Moments. Das ist die Macht der Gegenwart, der Präsenz. Wir können nur in der Gegenwart, nur im Jetzt-Moment unser Leben entscheidend verändern. Und je mehr wir im Hier und Jetzt verankert sind und wirklich sind, also unser Sein auf das Hier und Jetzt fokussieren, desto mehr Zeichen, Wunder und Synchronizitäten werden uns erreichen, um uns den nächsten Schritt aufzuzeigen, der dann ganz natürlich wirkt und der eben nicht weit in der Zukunft liegt, sondern auch im Hier und Jetzt zu machen ist. Sei es über eine Entscheidung, die wir treffen, über etwas, was wir sagen, was wir bestimmen oder über etwas, was wir tun. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder für heute. Ich freue mich auf morgen. Haut rein, guten Appetit. Bis dann, ciao, servus, liebe Grüße, euer Wolfgang.